Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium am Gedenktag der Heiligen Schwester Faustine. Wir betrachten heute diese Worte Jesu aus dem Lukasevangelium. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Die Wahrheit dieses Wortes sehen wir im Leben der Heiligen Schwester Faustine Kowalska, deren Gedenktag wir heute begehen. Ihr verdanken wir die Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit. Ihre erste Klosterzeit jedoch war ein wahres Martyrium. Ihre innigen Begegnungen mit Jesus wurden abgelehnt. Und von ihren Mitschwestern wurde sie als hysterische Person bezeichnet. Doch sie ging mutig weiter mit Jesus auf diesem Leidensweg. Auf die Anordnung von Jesus hin vermittelte sie den Menschen unter anderem das Bild vom barmherzigen Heiland und dem Barmherzigkeitsrosenkranz. Ja, sie erhielt von Jesus wirklich diese Vollmacht, die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Zum Beispiel lesen wir in ihrem Tagebuch, wie sie eines Abends auf dem Weg zu ihrer Zelle war. Da umringte sie eine große Schar riesiger schwarzer Hunde. Sie sprangen und heulten und wollten sie in Stücke reißen. Sie merkte, dass es nicht Hunde, sondern Satane waren. Einer von ihnen sagte wütend: Dafür, dass du uns in dieser Nacht so viele Seelen weggenommen hast, werden wir dich jetzt in Stücke reißen. Sie entgegnete: Wenn dies der Wille des barmherzigsten Gottes ist, so reißt mich in Stücke. Auf diese Worte hin riefen die Teufel: Fort von hier, denn sie ist nicht allein. Mit ihr ist der Allmächtige. Sie verschwanden wie Staub, wie ein Straßengeräusch. Ja, wir sind nicht allein, denn Jesus ist bei uns, der barmherzige Heiland. Und von diesem Jesus, vom barmherzigen Heiland, hörte sie die tröstende Wahrheit, die für uns alle gilt. Wenn eine Seele meine Güte preist, erzittert der Satan vor ihr und flieht bis auf den Grund der Hölle. Heilige Schwester Faustine, erbitte uns, dieses tiefe Vertrauen zur göttlichen Barmherzigkeit, so wie du es gehabt hast. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unseres heiligen Schutzengel und Namenspatrone, und heute ganz besonders auf die Fürsprache der heiligen Schwester Faustine, löse ich euch von allen Flüchen, Verwünschungen und negativen Festlegungen und trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten und Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so berge ich euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.